Namaste, Namaste, guten Morgen alle zusammen. Wir sind wieder in Basel, haben aber noch Praxisurlaub bis nächsten Sonntag und Montag, 18. wieder im Stollen zur allgemeinen Verfügung. Heute mit dabei auch wieder mal Theo. Er hat sich sehr gefreut, dass wir wieder zu ihm gestoßen sind. Das ist auch schön, dieses Wiedersehen. Wenn ich mich so krawattiert seht, dann hat das einen Grund, weil ich habe anschließend einen Termin, um Räumlichkeiten anzuschauen. Die ersten, wir sind daran, auch kanalmäßig, mediamäßig, studiomäßig etwas weiter zu entwickeln, wie wir das versprochen haben. Wir haben ja die neue Zusatz-Homepage marcokaimi.ch, da schreibe ich fleißig Blogs und übrigens in den Blogs bin ich noch wesentlich bissiger als hier auf unserem Gastkanal YouTube, weil ihr wisst, dort habe ich deutlich mehr Narrenfreiheit. Leute haben mich auch angeschrieben, warum ich noch kein Video zur aktuellen Impfung gemacht hätte. Ihr wisst, mein letztes Impfvideo wurde vernichtet und ich bekam einen Strike. Andere haben gefragt, warum wir die ganze Geschichte in Amerika nicht kommentiert haben, diesen Sturm da aufs Kapitol, die ganze Trump-Geschichte. Und da muss man auch sagen, das ist auch Terra Incognita, das ist äußerst unerwünscht. Die Quelle ist YouTube selbst, die haben 8000, nicht Videos, 8000 Kanäle gelöscht, die sich eher pro Republikaner und gegen die Demokraten geäußert haben. Das müssen wir nicht tun. Ob wir das mal schriftlich machen oder nicht, das weiß ich jetzt noch nicht. Es gilt hier einfach, die Gesetzmäßigkeiten zu respektieren. Twitter, habt ihr ja mitbekommen, hat Donald Trump lebenslänglich gelöscht. Die Aktie ist gestern ziemlich stark abgestürzt, phasenweise 8%. Auch das sind irgendwie Reaktionen, die man ja irgendwo auch verstehen kann. Aber wir haben noch ganz andere Themen, selbstverständlich. Letztes Video habe ich aufgehört mit diesem Geschichte über sexuelle Gesundheit und Masturbation, wie wichtig dass das ist und dass das jetzt quasi ein Teil eines Schulfach werden soll. Und mir ist dieser Rockmusiker nicht in den Sinn gekommen, der sich da selber die untersten Rippen rausgenommen hat, damit er sich oral selber machen kann. Tainted Love, dieser Song stimmt, aber das war nicht Softcell, das war nicht Mark Almond, sondern es war eine Coverversion von Marilyn Manson. Jetzt ist es mir wieder in den Sinn gekommen. Offenbar scheint diese Sexualisierung in zu sein. Gestern lese ich in der Basler Zeitung, sie fotografiert zwischen die Beine. Das ist eine Fotografin, Tjefa Wegener, dekoriert und fotografiert Vulven. Sie will damit den Blick auf den weiblichen Körper verändern. Gut, darauf haben wir alle sehnsüchtig gewartet, als kleiner Trost für alle diese Corona-Maßnahmen. Dann, es kommt, wie es kommen musste und wie es ein bisschen auch vorausplanbar war. Thomas Rosemann, der ist Spezialist für Hausarztmedizin und Direktor des Hausarztmedizinischen Zentrums am Unispital in Zürich. Und er warnt eigentlich mehr oder weniger jetzt auch vor natürlicher Stärkung des Immunsystems, vor Vitamin D, Vitamin C, Zink und so weiter und so fort. Und er sagt da, der Schuss könnte hinten rausgehen, wenn Leute eben solche Präparate zu sich nehmen würden, dann würden sie sich unter Umständen in falscher Sicherheit wiegen. Naja, da kommt mir eine andere Geschichte, eine wahre Geschichte in den Sinn. Die ist Monate alt, liebe Damen und Herren, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, von meinem lieben Freund Patrick. Der arbeitet bei einer großen Trainingscenterkette, die es in der Schweiz gibt, in Deutschland gibt, die es in verschiedensten Ländern gibt auf diesem blauen Planeten. Und
Ich wollte ihn mal zu einem Interview einladen, habe dann gemerkt, dass er eigentlich voller Maulkörbe ist von seiner Direktion aus. Und er hat mir dann ein Beispiel gesagt, er hätte gern einen Post oder einen Blog gemacht über Vitamin D und Immunsystem. Und er hätte dann von der PR-Leitung, das ist ein PR-Fuzzi, der offenbar auch noch eine gewisse Nähe hat zur deutschen Regierung, gesagt, nein, das könne er nicht schreiben über Vitamin D, weil sonst würden sich die Kunden von Ihnen in falscher Sicherheit wiegen und eventuell die behördlichen Corona-Maßnahmen missachten. Also der Kreis schließt sich. Das ist Monate her, ich würde sagen etwa ein Dreivierteljahr. Und was mir auch in den Sinn gekommen ist, ihr seht, wenn man nicht in der Praxis ist, hat man einfach mehr Zeit, über andere Dinge auch nachzudenken. Das war auch bitter nötig, jetzt dieses Patienten-Timeout, drei Wochen lang, das tut gut, die Batterien werden geladen und man ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Es ist mir auch eine wahre Sendungsgeschichte in den Sinn gekommen. Ich habe mal da, im März war das, ziemlich aufgeregt, Anne Will geschaut, dort guckte ich noch ungefähr alles auf den GEZ, auf den staatlich-öffentlich-rechtlichen Medien, was da über Corona kam, das war am Anfang dieser ganzen Pandemie. Und da saß ein Virologe bei Anne Will namens Alexander Kekulé. Der ist Chefarzt vom Klinikum Halle an der Saale. Nicht ganz so berühmt und nicht ganz auch so brillant wie mein spezieller Freund Professor Christian Drosten, auch etwas bescheidener, nicht so stark in den Medien. Und er hat dort etwas gesagt, das mir immer wieder in den Sinn kommt. Er hat dort zu Anne Will gesagt, nach den deutschen Lockdown-Maßnahmen 23. März 2020, eine Woche damals noch nach den schweizerischen, jetzt kehrt das irgendwie, man hat das Gefühl, die Schweiz guckt immer über die Grenzen, was macht die Kanzlerschalte mit ihren Bundesministern und dann kopiert man das mehr oder weniger. Wir sind ja auch gespannt, morgen tagt das Orakel von Bern wieder, ob da bei uns auch die Detailhandelsgeschäfte alle zugesperrt werden und so weiter. Also, da sagt doch dieser Kekulé zu Anne Will, ja, die Maßnahmen sind jetzt irgendwie angebracht und verständlich, also auch der volle Lockdown, wie in Deutschland auch wieder hat jetzt, außer Ausgangssperre gab es dort nicht. Aber wenn das nach Ostern nicht bessert, dann müssen wir konstatieren, dass dieses Virus in unserer Gesellschaft angekommen ist und wir müssen lernen, mit diesem Virus umzugehen. Also das wäre dann 13. April 2020 gewesen, nämlich direkt nach Ostern. So Professor Kekulé, auch ein anerkannter Virologe, weil, das hat er auch noch gesagt, das würde sonst die Wirtschaft nicht stemmen, dass man da alles und alles weg und zusperrt. Nun sind wir 9 bis 10 Monate weiter und seine Prophezeiung oder seine Empfehlung hat man hinten und vorne überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Etwas, das ich auch konstatieren darf, ist, dass dieses Referendum gegen das PMT-Gesetz, also Antiterrorgesetz, vereinfacht gesagt. Ich habe gestern mal geguckt, es waren über 60.000 Unterschriften. Heute bitte, liebe Freunde, letzte Chance mit A-Post, in der Schweiz ist das die schnelle Post, unbedingt noch diese Bögen einschicken. Bekommt ihr oder könnt ihr ausdrucken, verfassungsfreunde.ch, das letzte Mal habe ich DE gesagt, um Himmels Willen. Also heute letzte Chance. Es braucht ja nicht einfach 50.000 Unterschriften, sondern es braucht 50.000 beglaubigte Unterschriften, also Menschen, die in der Schweiz auch stimmberechtigt sind. Und denkt dran, pro Bogen nur eine einzige Gemeinde, also auf einem Bogen dürfen nur Unterschriften sein von Menschen, die in der gleichen Postleitzahlgemeinde leben und dann A-Post weg damit. Jede Stimme zählt, weil man muss über solche Gesetze, es wäre eines der härtesten Gesetze, das die Schweiz einführt weltweit, darüber muss der Souverän, also das Volk, zumindest die Chance haben, vorher zu diskutieren und danach auch abzustimmen. Das zeichnet ja unsere direkte
Demokratie in der Schweiz, in Klammern noch, Klammer geschlossen, aus. Und dann stelle ich als Letztes, bevor wir zum Thema kommen heute, fest, dass die Menschen, die sich Gedanken machen, die nicht Corona-Leugner sind, weil das ist einfach ein völliger blödsinniger Begriff. Ich bin, wie Raphael Bonelli sagt, mein psychiatrischer Kollege in Österreich, in Wien, ich bin ein Corona-Leugner. Niemand leugnet, dass es Coronaviren gibt. Die gibt es wahrscheinlich so lange es wie die Menschheit gibt, sondern es sind Menschen, die sich Gedanken machen über die Maßnahmen, über die Evidenz, über die, das Maß, die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen und was auch die Auswirkungen sind, einerseits physisch, psychisch, sozial, aber auch monetär, merkantil, also wirtschaftlich. Aber wir, die etwas kritischer denken und nicht nur Mainstream-hörig sind, wir werden für alles jetzt verantwortlich gemacht. So schreibt doch die einst renommierte Neue Zürcher Zeitung heute im Morgenbriefing, dass dieses Wir machen auf, diese Bewegung, die gab es ja auch in dort, gibt es auch in Deutschland, in der Schweiz, haben einige Restaurants und Tattoo-Studios und was weiß ich gestern geöffnet, nicht besonders viele. Die NZZ schreibt doch tatsächlich, es bestehe der Verdacht, dass diese Geschäfte, die geöffnet hätten, die aufgemacht hätten, von den Corona-Skeptikern instrumentalisiert worden seien. Und also, liebe NZZ, euer freier Fall in die Niveaulosigkeit scheint in der Tat nicht mehr aufzuhalten zu sein. Ich finde das ein ziemlich übles Zeugnis, dass ihr euch da selber ausstellt. Man kann die Aktion gut finden, man kann die Aktion menschenverachtend finden, wie es das die Gewerkschaft Unia bekannt gegeben hat, weil dadurch würden andere Menschen angesteckt. Das kann man in einer freien Demokratie komplett so stehen lassen. Da diese Meinung darf man selbstverständlich äußern, aber dass dann noch irgendwelche Leute, die kritisch denken, dann irgendwelche Wirte oder Tattoo-Studios oder was weiß ich, instrumentalisieren. Also das ist ein Foul von hinten mit gestrecktem Bein, ohne Chance den Ball zu spielen, und das gibt in der Regel Rot. So, und wenn wir schon jetzt beim Öffnen sind und nicht zusperren und um wirtschaftliche Dinge dreht sich das ja letzten Endes auch. Es geht aber auch um soziale Dinge, um was wollen wir noch für ein Leben führen. Müssen wir auch irgendwann mal ein bisschen über Geld reden? Leider Gottes ist nicht so beliebt bei den freien Medien, aber es geht leider nicht ganz anders. Und der Titel heute heißt ja, wer kann das bezahlen? Wer hat das bestellt? Und der Trinkspruch, der alte, geht ja weiter. Wer hat so viel Pinke? Wer hat so viel Geld? Nun, die Schulden, die die Schweiz wegen des Coronavirus machen muss, haben am Jahresende über 25 Milliarden Schweizer Franken betragen. Über die letzten 15 Jahre wurde die Schweizer Bundesschulden um 33 Milliarden Franken abgebaut, dank einer, das darf man glaube ich sagen, fleißigen Bevölkerung und maßvoller Politik von Bund und Kantonen. Und auch das darf an dieser Stelle auch mal gesagt sein. Man kann die Regierung nicht nur immer bashen. In der Schweiz wurde gerade in den letzten Jahren auch sehr gute und maßvolle Arbeit geleistet. All das macht aber die Corona-Krise zu einem großen Teil wieder zunichte. Wir können dann einmal die Olympischen Spiele auf dem Schuldenberg haben, der wird so hoch sein, dass es dann schneesicher ist, scherzt der Schweizer Finanzminister Ueli Maurer. Und diese Sendung soll auch ein bisschen ein Blick sein auf die Situation Schweiz-EU, auch in Anbetracht von Corona. Die Schweizer, die immer noch zu den EU-Turbos gehören, es gibt solche Leute, nicht wenige, die immer noch von diesem EU-Beitritt schwärmen, sollen das auch mal zur Kenntnis nehmen. Und die Deutschen, von mir aus auch die Österreicher, ich habe da wie gesagt nicht so exakte Zahlen, können sich auch mal ein bisschen vergegenwärtigen, was eigentlich die Funktion des Zahlmeisters Deutschland ist. Nun, in Deutschland sind die Schulden wegen, ich sag mal, der chinesischen Mikrobe
um 296 Milliarden Euro Ende 20 gegenüber Ende 2019 gewachsen. 2021 sollen nochmals 180 Milliarden Euro hinzukommen, bedeutet nochmals mehr als 2000 Euro pro Kopf Verschuldung, Neuverschuldung, egal ob Baby oder Greis. Es reicht aber offenbar noch längstens nicht. Die Bürgerinnen werden in Deutschland mit neuen und höheren Steuern belastet. Die Mehrwertsteuer ging ja mal runter, springt aber erneut um 3% auf 19%. Die Krankenkassenbeiträge, die dieses Jahr höchst moderat gestiegen sind in der Schweiz, steigen teilweise zweistellig, obschon die Kosten wegen vielen Nichtbehandlungen oder auf unbestimmt verschobenen Eingriffen im Rahmen blieben. Das Klimapaket in Anführungszeichen wird Treibstoff, Gas und Ölheizung verteuern. Die Preiserhöhung an der Zapfsäule wurde Anfang Jahr mitten in der Lockdown-Verlängerungsankündigung einfach so mal reingepackt. Wir waren ja in Deutschland, haben das 1:1 mitbekommen. Also da wurde das irgendwie einfach noch so reingeschmuggelt und die Leute sind dann beim Tanken erstmal erschrocken. Die Umweltministerin Svenja Schulze und Kanzlerin Merkel versprachen, noch ist es nicht lange her, einen großzügigen Ausgleich bei den Stromkosten einzuführen, aber der kommt nicht, dieser Ausgleich. Dafür vielleicht die Erhöhung der Rundfunkgebühr, Fragezeichen. Statt 30 Jahre nach der Wiedervereinigung Ost-West den Soli abzuschaffen, bleibt er bestehen. Er wird lediglich im Gesundheits-Soli umbenannt. Im Moment kann man in dieser Schublade Gesundheit mehr oder weniger einfach alles versorgen. Werfen wir einen Blick auf die EU-WG-Wohngemeinschaft. Das Corona-Paket der EU umfasst 1,8 Billionen Euro, das sind 1.800 Milliarden. Dagegen sind die Beträge vom deutschen Finanzminister Olaf Scholz, SPD, nur Peanuts. Die Entscheidungen über die richtig große Verschuldung treffen andere, die meist aber kaum was bezahlen. Die EU ist wie eine Wohngemeinschaft, in der alle Bewohner den Kühlschrank plündern, aber niemand einkauft und schon gar nicht ihn reinigt. Nun, es gibt ja auch noch ein Phänomen der sogenannten Eurobonds, Corona-Bonds jetzt. Jahrelang wehrten sich die Deutschen gegen sogenannte Eurobonds. Gemeinsame Schuldverschreibungen sind das aller EU-Mitglieder. Jetzt sind sie da, etwas umbenannt und damit auch etwas getarnt. Deutschland haftet nun auch für die Schulden der EU und ihrer Mitgliederländer mit. Der deutsche Bundestag hat damit sein Recht der Budgethoheit, wie das jedem Nationalstaat zugutekommt, an die Kommission in Brüssel und die EZB abgegeben, Europäische Zentralbank. Dass dort mit Ursula von der Leyen eine Deutsche, mit der Chefin der EZB, Christine Lagarde, ein eigenartiges Damengambit spielt, mag eher noch mehr Ängste produzieren als beruhigen. Das hat nichts mit dem Geschlecht der Damen zu tun, sondern mit dem bisherigen Leistungsausweis. Man beachte oder besichtige nur mal die deutsche Bundeswehr. Das Bundesverfassungsgericht hat dagegen zwar zweimal Einspruch erhoben, aber der wurde von Brüssel und Berlin zunichte gemacht. Damit schwimmt Deutschlands noch respektable Einnahmen im Suppentopf des ganzen EU-Haushaltes. Wer hat wohl die größte Kelle beim Suppenschöpfen? Fragezeichen. Die kleinen Unterschiede innerhalb der Länder der EU. Sozialleistungen fallen heute schon innerhalb der EU unterschiedlich hoch aus. 2019, wir erinnern uns an die Gelbwesten, les Gilets jaunes, streikten die Franzosen die von Emmanuel Macron geforderte Erhöhung des Rentenalters von 62 auf 64 kurz und bündig weg. Deutschland seinerseits erhöht das Rentenalter auf 67. Resultat in Frankreich, fließen 15% der Wirtschaftsleistung in die Rente, in Deutschland nur 10%. Sollte also nach der Forderung vieler das Renteneintrittsalter in Deutschland weiter erhöht werden, man spricht von 70, um die Rentenkassen zu sanieren, für und alleine auf Deutschland bezogen eine durchaus ökonomisch gesehen eine gute Idee, aber keine europaweit. Denn warum sollte Deutschland seine Rentner kurz halten oder noch kürzer
muss man sagen, wie wir alle gleich sehen werden, wenn andere großzügig mit ihnen umgehen und es über die EU-Ausgleichskassen ohnehin zum Schuldenausgleich innerhalb der Mitgliederländer kommt. Die sogenannte Eckrente, auch Standardrente genannt, das ist eine komplizierte Geschichte mit 45 Bezugspunkten für 45 Jahre Dauermalochen, man kann es nicht anders nennen, und selbstverständlich lückenloses Einbezahlen in die Rentenkasse, beträgt in diesem meist theoretischen Fall die Eckrente in Deutschland 1530 Euro. Effektiv, weil ja wer hat da schon nicht mal eine Beitragslücke etc. Effektiv liegt sie aber offenbar bei 1264 Euro. In Frankreich bei 1638 und in Bella Italia bei 1724 Euro. Beim Füllen der Töpfe hat Deutschland die größte, beim Schöpfen allerdings die kleinste Kelle. Vergleichen wir mal die Schulden mit dem BIP, mit dem Bruttoinlandprodukt. Vor der Corona-Aufblähung der Schulden betrug die deutsche Schuldenquote gemessen an der jährlichen Wirtschaftsleistung eben BIP 71%, in Italien 132% und in Griechenland trotz immer neuer Schuldenschnitte schon wieder 176%. Dafür erhalten Studenten in Athen kostenlos 2 bis 3 Mahlzeiten pro Tag, während deutsche Studenten und Studentinnen in der Mensa cashen. Wer mästet und wer schröpft? Die Deutschen sind fleißig, waren sie schon immer, wie die Schweizer, und mästen ihren Staat. Franzosen und Italiener halten den Staat kurz und holen aus ihm raus, was immer zu holen ist. Das nur durchschnittliche Nettovermögen, das ist spannend. Nach Abzug der Schulden also beträgt in Deutschland pro Kopf, dem reichen Deutschland, 51.400 Euro, in Italien 163.000 Euro, in Frankreich 240.000 Euro und die Schweiz, da berufe ich mich natürlich in alter Schule auf unser Bankgeheimnis. Ihr seht, der Widerstand wächst. Georg ist gar nicht einverstanden. Also, anschnallen, gemäß Global Wealth Report beträgt das Vermögen durchschnittlich etwa 500.000 Euro. Clemens Fust, Präsident des Münchner IFO-Institutes und Nachfolger des berühmten Hans-Werner Sinns, sagt, dass die italienische Schuldenquote sinken müsse. Deshalb spreche vieles dafür, dass in einigen Jahren ein Schuldenschnitt für Italien kommen müsse, denn in diesem Jahr würde die Schuldenlast von den erwähnten 132% auf 158% steigen, also mehr als doppelt so viel wie Deutschland. Nur irgendjemand müsse die Lasten ja tragen, aber wer kommt dafür wohl in Frage? Irgendwo ein Freiwilliger in Sicht, ein Mäzen, ein Gönner, ein Sponsor? Nein, offensichtlich nicht. Erinnern Sie sich an den Maastrichter Vertrag, das ist jetzt für die nicht mehr ganz Jungen, ein Vertrag, der das Papier nicht wert ist, auf dem er gedruckt ist. Denn dem Maastrichter Vertrag zur Folge gilt 60% als Obergrenze für die Staatsverschuldung eines Mitgliedstaates. Aber längst ist klar, dass die ursprünglichen Verträge von Maastricht von anno 1992 Makulatur sind. Damals wurde vereinbart, dass Schulden begrenzt sind, es keine gemeinsame Haftung gibt und vor allem kein sogenanntes Bailout, also keine Übernahme von Schulden, beispielsweise Italiens, durch andere Länder. Darf es nicht geben, wird es nicht geben. Die heiligen Schwüre von Politikern wie Helmut Kohl und Theo Weigel damals. Sie können oder könnten im Falle Kohls natürlich auch nichts mehr dafür. EU-Verträge müssen als einzige Verträge nicht gekündigt oder neu verhandelt werden. Sie sterben den pietätlosen und kalten Tod der schlichten Nichtbeachtung. So viel zu diesem feinen Verein der EU, dem auch in der Schweiz, wie gesagt, immer noch einige und nicht wenige beitreten möchten. Das Traurige für die Deutschen ist, dass die Regierenden die Bundesrepublik in eine Position manövriert haben, aus der es nur einen schlechten und einen noch schlimmeren Ausweg gibt. Bleibt Deutschland und andere wenige Stabilitätsländer, wie beispielsweise die Niederlande, bei einer halbwegs geordneten Finanzpolitik
und achtet auf die Finanzierbarkeit seiner Staats- und Sozialaushalte. Wir erinnern uns an Wolfgang Schäubles mantramäßiges Gebet der schwarzen Null. Dann sind seine Bürgerinnen die VerliererInnen. Sie leisten hohe Steuern und Sozialabgaben und verarmen darüber, weil sie Frankreich, Italien und andere Staaten großzügig alimentieren müssen. Oder aber der Euro und eventuell sogar die EU zerbrechen, weil Deutschland sich aufbäumt, die Eurobonds, diesen Haftungsverbund und den gemeinsamen Haushalt aufgibt. Das Resultat könnte in beiden Fällen sein, es gibt fast nur Verlierer. Angela Merkels Politik wäre dann in der Tat alternativlos gescheitert. Sie hat fast 16 Jahre gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen. Es könnte ein Point of No Return sein. Corona könnte das Ihrige und wird das Seinige oder Ihrige dazu beitragen, wenn nicht ganz schnell ein Umdenken stattfinden soll bezüglich der so stark auch wirtschaftlich einschneidenden Maßnahmen. Tübingens rebellischer Oberbürgermeister Boris Palmer, Bündnis 19 Die Grünen. Ihr seht, wir sind keine Parteienbasher. Wenn von links-grün etwas kommt, das wir gut finden, dann erwähnen wir das genauso, wie wenn etwas kommt, das konservativ von der Mitte rechts kommt. Ich bin in keiner Partei. Also dieser Boris Palmer, Bündnis 90 Die Grünen, Oberbürgermeister von Tübingen, hat sich für ein Ende der strikten Corona-Maßnahmen ausgesprochen am 11.01. in einem Interview mit T-Online. Er sagt, Zitat, es reicht jetzt, wir müssen leben, Zitat Ende, am Sonntagabend in der Bild-Sendung. Die richtigen Fragen, heißt die Sendung. Anfang Februar müsse kontrolliert wieder geöffnet werden unter Berücksichtigung der Schutzauflagen und Maßnahmen, die ja viele Betriebe mustergültig erfüllt haben, für viel Geld und dann geschlossen wurden. Nach den Worten Palmers steigen die Schäden an Wirtschaft und Gesellschaft exponentiell und ins Unermessliche. Er sagt auch, Zitat, Insolvenzen werden anrollen. Zitat Ende und dann wieder Zitat von ihm, der Innenstadthandel ist schon auf der Intensivstation, der fällt bald ins Koma. Die Insolvenzen werden anrollen, ich meine, wir halten das nicht durch. Zitat Ende, so der grünen Politiker. Es sei der falsche Weg, die Zahl der Neuinfektionen zuerst auf unter 50 pro 100.000 Einwohner binnen 7 Tage zu drücken. Unter diesen Umständen, so Palmer, werde der Lockdown noch viele Monate dauern. Wie gesagt, T-Online, 11.01.21. Wir sind nun gespannt, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, was sich das Orakel von Bern morgen, glaube ich, in dieser Woche für die Schweiz für neue kreative Maßnahmen ausdenkt. Wir werden sehr genau hinschauen. Versprochen. Together we stand. Alle Macht dem Souverän. Amandla Avetu Salisana.